Who the fuck is this? The guy keeping you out of the gas chamber. Townley's on his way. We need to talk face to face. Warehouse off Dutch London in Banning. Oh, we can do more than talk, my friend. We could. Fuck, nein. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 5 mit dem Man King. Und in dieser Folge, die sich ja jetzt schon wirklich lange auf sich warten hat lassen warten, hat warten lassen, wie auch immer. Geile Grammatik wieder von mir. Ich bin gerade am Autofahren, da kann ich nicht reden. Darf ja keinen Unfall bauen. Was, ich muss auf Michael wechseln? Moment mal, irgendwie wird mir gerade Michael angezeigt. Seht ihr das unten rechts? Ich glaube, das mache ich mal ganz kurz. Wollen wir noch ein paar Banküberfälle machen? Ein paar Köpfe einschlagen mit Trevor, Michael, Franklin? Die haben ja so lange auf uns gewartet, ne? Aber was geht jetzt ab mit Michael und Trevor? Verstehe ich nicht ganz. You gotta quit that shit, man. Yeah, I know. I take speed mostly and look at me. Boom! Best shape of my life. Yeah, I could still take you, sugar tits. That's because you're fucking deranged. Not because you're in good shape. Hey, why don't you stick to doing fucking crunches and feeling bad about yourself, alright, pork chop? Hey, fuck you. You know, I'm beginning to think that's exactly what you want to do. Said the same fucking thing to my wife. You see his face that last time I popped him. Boom! Oh, ladies! God, you're an asshole. You back there. I know you, but you, I don't know. Yeah, well, until I see reason otherwise, why don't we just keep it that way? Steve, what a pleasure, bro. Oh! He reminds me of one of those guys you see advertising pills for middle-aged men that can't get erections. Hey, Devin Weston is a very good friend of mine, so why don't you watch your tongue? Because let me tell you something, that guy gets more tail than a tail catcher. I have to fucking remember that line. You, Where did we meet? Nowhere, pal. Yeah, we did. Hey, oh, what are we doing here, huh? This. Please, keep the sleek bastard away from me. No, Ferdinand, he's gone. He's gone. It's okay, I've got some new friends here now. No, this okay. Is Michael. And this is Trevor. No. Now, our friend here, he claims he doesn't know anything. I don't know anything. I don't know. I already told nothing. Nothing. I don't know anything. Please, please, sir. You know about the Azerbaijanis? Huh? Azerbaijanis. I do audiovisual, hi-fi audiovisual. It's top man, good price, VIP, you know? You're a fucking spy. And the asswipes at the agency know this. So I need to know. Did you tell them, and what did they tell you? I told them what I tell you. Uh-huh. What? Hey! Whoa, what is this? The house in Rockwood Hills. The man who owns it. He works at the consulate. Oh, that's all I know. That's it. I go. You're gonna make him speak. No. You two are gonna drive up to Rockwood Hills. No. And when we find out which man is the man with the problem, you put him down. No. I'm tired of these fucking nitwits at the agency taking all the glory. Let me go. Hey, fuck is all this, huh? I think it's a good time, buddy. You know, go for a drive. Wait. No. You get to work, and I'm not here. The guy's your neighbor, Caesar's Place, Rockford Hills. Oh Mann, wie krank ist das doch, der Typ, den wir in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge, ich bin leider gerade etwas auf dem Schlauch. Ich glaube, in der letzten Folge gerettet haben vom FBI. Jetzt foltern wir den auch noch. Oh Mann, das ist mega kacke. Michael, wieso haben die sich so unterm Pantoffel? Nee, wie sagt man, unterm Teppich? Nee. Ach, verdammt. Boss, the more I like him. I was you, I wouldn't be so critical of who others associate with. So is he gonna be a problem? For sure. But there's nothing we can do about it. If something happened to him right now, I'd be right under a microscope. An electron microscope of bureaucratic shit. And that would make it very difficult to keep old secrets. Oh, well, boo-hoo-hoo-hoo-hoo for you.
You know who else is having trouble keeping secrets, asshole? Me. After you brought Trevor in on this. I only brought him in after you put out your press release. Townley's taking scores again. The Los Santos reboot. If we didn't control the situation and he'd unearth this connection, then what? Then Trevor flips out, beheads me, kills my family, or raises them as his own. I don't know which is worse. Anyway, any of that could happen at any time. Slow down. Let's think this through. What does he know? He knows I'm alive. He knows I got money. And now he knows I'm working with the FIB. Does he know how long you've been working with the FIB? How long? The fuck does that matter? Either you were working with us before the Cash Depot job, you walked your crew into an ambush, one of them spent 10 years on the run, and the other landed in a federal penitentiary. Or we stumbled on the Cash Depot job, Brad went down, you went down, Trevor got away. The FIB cut you a deal on your sickbed, faked your death, and you end up here. Who's to say which of those is true? That there's any doubt probably accounts for you being alive. Back there, Trevor made you right away, the second he saw you. You remember after the bust, I was in all the papers. I was on the evening news. The man who killed Michael Townley. Yeah, I was quite a trophy. A good head to hang on your wall. Back then, sure. Not now. Ja, das ist wirklich krass, wie... Can we proceed? Nein, halt die Klappe. Wie der einfach Michael unter Kontrolle hat. Und wie Michael sich gehen lässt, der hat ja nochmal hier... bevor ich weitermache, wollte ich eben erzählen, was noch passiert ist. Ja, Michaels Frau, die Tochter, der Sohn, die haben sich ja von ihm verabschiedet und haben gesagt, ciao, weil Jimmy, die Ratte, die hat ihn ja total verarscht. Er hat Michael verarscht, hat ihm ja Drogen gegeben und dann der Mutter erzählt, ach ja, Papa nimmt so viele Drogen. Und jetzt sind wir alleine, deswegen habe ich ihm auch einen Bart verpasst, während ich hier nur offline war. Und ja, das offene Outfit, sag ich mal, sieht ziemlich kacke aus und ist ziemlich leger. Halt doch die Klappe, Junge. Passt, glaube ich, zu seinem mentalen Zustand oder zu seinem emotionalen Zustand. So. This is bullshit. This place. Davey, they've been shooting the real cunts of suburbia here the last few weeks. No way that's your guy. Shit. You are kidding me. I'll call Steve. Wrong house. This guy isn't our guy. Okay. You sure you don't want to silence him just to make sure? If we're silencing someone, we're silencing the right someone. Get me another address. Can I get you anything? Hey, you want a coffee? Trevor hat natürlich jetzt hier ein bisschen Spaß. Um das Ziel zu finden, foltere Mr. K. Wähle ein Instrument vom Wagen. Turns out that was the wrong Azerbaijani. We need a new address from Mr. K. Puls auf dem... Ach, müssen wir auch überprüfen, dass er nicht stirbt, ne? Where do we start, eh, buddy? Wait! What are you talking about, the wrong guy? No! What do you want? Just tell me what you want! Ah, man! Ah, please! Look at me, please! We haven't broken him yet. Wir können jetzt endlich mal ein bisschen in Trevors... Trevors Unterbewusstsein wecken, nein, nicht Unterbewusstsein, seine Instinkte, seinen Impulsen nachgeben. Was wollen sie denn haben? Ich glaube, du solltest sagen, gib mir bitte die Rohrzange. Nein, ich glaube, ich nehme das Teil hier. Ich fange mal klein an. Oh, wieso nicht? Hast du jetzt Angst? Ja, das wollen wir mal ändern. So schön sehen die gar nicht aus. Komm, wir müssen mal was machen. Komm her! Ah, jetzt gibt's aber... Drehen. Den muss ich... Ach, andersrum. Ah, okay. Der sitzt nicht so ganz, ich glaube. Der muss raus. Oh, Mann, ist das intens gerade. Raus damit! Best way to make a man talk is to stop him being able to talk. That hurts too much. Oh, das ist crazy. Mr. Phillips, ask him about Tahir Javan. What did you ask me? I know Tahir. I did his home theater. He lives in Chumash. They're right on the western
highway! Well, that wasn't so tough, was it? Huh? Did you get that? Did you hear him? Lives in Chumash, the Western Highway. Kaze. Chumash, you're driving. Remember, terror does not take coffee breaks. What a dick. Warum machen wir dann Kaffeepausen? Jo, völlig unnötig. Hätte doch gesagt, hättet ihr mich gefragt, hätte ich das sofort gesagt. Hat doch der Schwarze gerade gesagt. Mann, ey. Das kommt mir so ein bisschen so vor, als ob die einfach Gewalt anwenden möchten, ne? Die fragen einfach so, sagen so, ja, okay. Erzähl uns ja eh nichts alles. Seems like a productive relationship. Now, like I said, he's got his uses. And as you can see, we're trying to take full advantage of him. Then what? This thing with the agency gets put to rest and we don't need you anymore. Right. And what about Trevor? What about him? I need some resolution, Davey. You let him walk. You said you'd clean the whole thing up back in North Yankton. And you told me it'd be a clean job, no casualties. There were more eyes on that town than there needed to be. Yeah, well, according to my eyes, Trevor's your problem, Dave, as much as he is mine. He's not a problem at all. We're monitoring him. Has he said anything about Brad? Fuck yeah, he has. Plenty. I keep changing the subject. You know, he thinks you might actually commute Brad's sentence when this is all over. That's good. Fine work. We'll send another letter. It's about time anyway. Oh, so that's you who's been sending those fucking letters to Trevor, huh? Yeah. He thinks they're from Brad, who he thinks is locked up in high security and not, well, not 6 feet under in a grave marked Michael Townley. The trainees write them. It's a good exercise. Yeah, the fuck. How'd that get started? A few years ago, a letter came to the federal prison system addressed to Brad. Wasn't signed, but it gave a P.O. box in Sandy Shores. I played the part of Brad, and we started a correspondence. Yeah, thanks for telling me, Davey. I was doing you a favor. Didn't think you'd want to know he was in the same state. Yeah, so now what? I just sit back and hope he doesn't figure it out? It's worked so far. He's a time bomb, Dave, and you fucking know it. Krass, der hat sogar Trevor die ganze Zeit verarscht. Das ist der dritte Kumpel, der bei der Anfangsmission von dem gesamten Spiel auch tot ist. Mit dem schreibt Trevor ja eigentlich immer die ganze Zeit, haben wir ja gesehen. Das ist natürlich schon behindert. Aber ja, die nehmen sich alles nur als Excuse, also als Ausrede, um einfach irgendwen zu foltern. Mann, ey, das finde ich mega krass. Zeigt doch irgendwie diese, soll wahrscheinlich irgendwie parodieren, wie oft in irgendwelchen Fernsehserien, zum Beispiel 24, werde ich jetzt mal als grobes Beispiel, die ganze Zeit irgendwo gefoltert wird, um irgendwas rauszubringen, obwohl Foltern eigentlich total, ja, eigentlich nicht klar geht. Nee. This'll do. Alright. Find out who we're looking for. Yeah, we need a description of the target. Yeah, I'll take care of it. Loosen him up. No, no, please. I tell what? You what loosen you want. Him up. No, no, please. Das Geile ist, wir stellen einfach nicht die Fragen, sondern wir kloppen ihn erstmal, oder? Kloppen. The nation demands it. Come on. The nation demands it. Ah. Anything you want. Er sagt das wie mal, ja. He's on my life later, man. Meeny, meeny, miny. Meeny, miny. What do you want? Ah, hat jemand eine Klempler gerufen? It's a me, a Mario. Nee, das ist der Kleinste, den ich gefunden habe. Du willst also immer noch nicht reden, hä? Ah, ich glaube, wir müssen ein bisschen nachhelfen. Und zack! Hey, 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 hey. Now? Huh? Now? You ready to talk? I've been ready to talk since the day I got kidnapped. That's what we were afraid of. So, yeah. This guy we're after. What does he look like? I was built. I was like middle age. Yeah. It sounds like you're stalling. This better be enough. Middle age, middle height, middle build, whatever. He's dark. Okay. He's Azerbaijani, for God's sakes. Look around. That enough for you? Der Typ ist auch auf Facebook. Wieso gucken wir uns den nicht da an? Hallo, wie bekloppt sind wir eigentlich? Oder ach Gott. Dieser, wie hieß der, eyes, der einen so einen auf Dicken macht. I see a couple guys that are way too old and too fat to be doing a political assassination. We're live. Ah. You see anyone down there who might be an Azerbaijani? Fuck do I know?
You might be in Azerbaijan for all I know. What's one look like? They look Eastern. Half this town looks Eastern, Davey. You got the fall of the Shah and the collapse of communism to thank for that. Anyone stand out? No, they all kind of blend in. Make a call, Dave. We're gonna need some more info on this guy. They're having a party down there. Ah, das gibt's ja wohl nicht. Wieso gucken wir uns nicht auf Facebook oder Live Invader das hier an? Hier heißt es ja Live Invader. Meine Fresse, ist das bekloppt. They ain't gonna cut it, my friend. Shit. Let me think. I remember. Sorry, too late. Trevor, show our contestant what he's won today. I remember. Oh, okay. Ich glaube, wir sollen ein bisschen Spannung reinbringen hier, oder? Komm. Gehen wir das Ganze ein bisschen. How many volts do you think they got running through these things? Take another tooth, please. Oh, nein, ich habe genug Zähne. Okay, wo klemmen wir die denn an wohl? Ha, hier? Oder hier? Oder hier? Oder hier? Oder hier? Oder da? Nochmal? Hast du Bock? Ich hab Bock. Komm, machen wir das mal. Ja! Geil! So, what do you got for us? We need Trev to shake up your memory again? No. He's got fear. He's got fear. He's got fear. I think you're making this up. No, I'm not. Huh? No. Yeah? I'm telling the truth. Bushy beard? Got any beardy types at this party? Huh? Because that's all Mr. K's given us. No. You know, I'm thinking maybe we ought to just take two bullets and put them in our informant and just call an airstrike on Chumash Beach. Nur ein Bart als Info, was soll ich denn damit anfangen? I need eyes on that party. Pick up the scope and give me a report. Der eine nagelt gerade die andere da. Steve saying beard. What do you got? Anything specific or is some stubble gonna cut it? Der da. Der hat einen buschigen. Der da. There's a few beards at this party. Vinewood's full of weak chins. Place is famous for it. Damn. Okay, der hat auch einen. Oh Gott, das ist ja beknackt. Die hat sicher auch einen Bart. Also nicht am Kinn. Weiß ich ja nicht. Der hat auch einen Bart. Oh Mann. Ich glaube, wir müssen wirklich zuletzt zu den härtesten Methoden greifen, die es hier, die Trevor zur Verfügung stehen. It's gonna be a long day until you give us some intel on our target. Oh, he's got beer. His books. He smokes like a fucking chimney. I don't know. Trev, maybe one more time? Just to be sure. No, please, no. I told you, he smokes. That's all I know. Echt? Glaube ich dir nicht. Komm, wir haben... Leider haben wir hier nur vier Sachen. Das finde ich ein bisschen schade. Die sollten mir ein bisschen mehr Freiheit geben in meinem Beruf hier. Finde ich schon doof. Beard, left hand, smoker, that's it. I will drown. I will. Say this. Ah, sollen wir dich damit zukippen? I got blood in my mouth. Oh, spuck's doch aus. Der ist schon ziemlich am Ende, aber scheiß drauf. Ah, ich dachte, wir wollten ihm in die Eier treten. Halt's Maul, Junge. So, ein bisschen hier rüber. Ja, noch ein bisschen. Komm, noch ein bisschen. Ja, komm, das ist doch schön. Hauptsache, da oben steht in der Beschreibung Wasser. Ist das wirklich Wasser? Na komm, ein bisschen mehr. Kannst du mal hier trinken, Junge. Ist mir scheißegal. Today's lesson is about government regulation. Lesson? This is meaningless. Mr. K. Mr. K. I don't know anything, please. Okay. He chain smokes. And he's left-handed. What's that? He chain smokes. And he's left-handed. Ah, okay. Any of these bearded guys at the party smoke cigarettes? Mr. K says he smokes like a pack of two a day. Red with cigarettes? Thank you, Mr. K. Hauptsache, das hat er doch eben auch gesagt. Ich glaub es nicht. Hat er eben auch gesagt, oder nicht? It ain't the cigarettes that'll kill him.
It's the guys who put the warnings on the packets you should worry about. And he's left-handed. Oh, now I get it. You're telling me to assassinate a guy because he's got facial hair, a cigarette, and he's left-handed. Na ja, dann müssen wir es machen. I see someone. He fits the profile. Yep, fits it all the way. I got a good feeling. Well, as good as you can get while clipping a guy who probably don't deserve it. Now I'm taking a shot. Das ist so geil. Wir haben einfach nur die Beschreibung. Er ist Linkshänder, hat einen Bart und raucht. Deswegen töten wir den. Ja, also hast wohl Pech gehabt, ne? Auch wenn du der Falsche bist. Ciao. Davey, I got someone. Definitely a lefty. Redwood smoking, bearded, maybe, could be, used to be, Azerbaijan. Used to be. Good enough for me. Steve, it's done. Woo! That is a wrap, my friends. Excellent work, the pair of you. Now, I got a racquetball game to get to, so Trevor, if you take care of Mr. K, I think we're all set. What the fuck do you want me to do with him? I would say he's outlived his usefulness. Oh, come on, please. Shut up! That's a sport. Let's go, come on. Wait a second, Mr. Fuck, let's just go, okay? I ain't gonna let those G-Man fucking scumbags tell me what to do. What? You just tortured me. Don't ask too many fucking questions. Let's go, get up. Come on, up the fucking stairs. Oh, fuck's sakes. Come on. Let's go. All right. Now you got a flight to catch. Okay? Let's get you to the airport. Oh, safety first. Was machen wir denn jetzt mit ihm? Ich hoffe, wir bringen ihn nicht um. Das hat er nämlich überhaupt nicht verdient. Das wäre natürlich jetzt ziemlich crazy, wenn Trevor, wenn auch nur aus Trotz im FBI, da den zurückbringen würde. Can you speak? Kinda. Are you gonna hold it together? I want to go home. I want to see my family. No, 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 no. You have no home. You have no family. That shit is over. I do. They're in the morning wood. I love them very much. No, that's your old life. That's over now. You're off the grid. You're one of the invisible people. Just take me home. I'm taking you to the airport. You're gonna get on a plane. You're flying a long way from this country, and you're gonna spread your message. I don't have a message! You're a torture advocate! Advocate? The media and the government would have us believe that torture is some necessary thing. We need it to get information, to assert ourselves. Did we get any information out of you? I would have told you everything! Exactly! Torture's for the torturer, or the guy giving the order to the torturer. You torture for the good times. We should all admit that. It's useless as a means of getting information. I'm feeling lightheaded. Sometimes you torture for the torturee, but only if they're prepared to pay. I am very unwell. It's me with you. Jesus Christ, good grief. I thought we really bonded, but now I'm having my doubts. I'm very unwell. Departures. No one drives me to the airport. Which turned out to be. It would be. Run. You're free. Oh, what? But my family's here. Your family is probably the ones who got you fucking in here, all right? Now look, trust no one, all right? You're alone now. Really? Yeah, really, now let's go. Fuck off. Come on. Ob der das wohl zum Flug schafft? Krass, ey. Wow! Wir haben sogar geil. Gold geschafft. Mega! Mega geile Mission, okay, ein bisschen verrückt irgendwie, ich glaube, die war auch irgendwie kontrovers diskutiert im Internet, aber ich bin noch nicht so weit gekommen hier. Oh, Alter, willst du aufs Maul? Ich weiß, was ist das denn hier? Ich glaube, ich spinne, ey. Manchmal habe ich irgendwie so richtig freche Leute hier am Start, ey. Verpiss dich mal. Du willst dich mit mir anlegen, hä? Was? Piss dich.
Steck mir noch einmal deinen Stinkefinger. Los, zeig mir den. Bam. Was? Was ist das denn? Ich glaube, ich spinne. Verpiss dich da mal raus. Du da auch. Mann, ey, fährt er mir auf eine Karre? Ich glaube, Alter, bleib mal stehen hier. Das war auf jeden Fall eine sehr interessanter Einblick in Trevors Psyche, weil er... Ach, verdammt nochmal, bleib gefälligst stehen! Moment. Nein, ich hab immer noch nicht. Ah, da ist die Polizei. Ja. Ah, Mann, ey, ach, das ist mir zu doof. Sehr interessanter Einblick in Trevors moralische Vorstellung, dass er dem dann auch die Chance gibt, sich zu verpissen. Also, wer es nicht verstanden hat, das waren Regierungsleute, für die wir jetzt hier gearbeitet haben. Und wenn der wieder zu seiner Familie zurückkehren würde... Wo ist mein Auto? Wer hat mein Auto geklaut? Was ist das für eine Kacke? Welcher Pisser hat mein Auto geklaut? Ey, das ist wohl unglaublich. Na, ah. Na. Ah. Auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Ja, wir hätten die herausgefunden, dass ich ihn jetzt hier am Leben gelassen habe, wenn er jetzt hier geblieben wäre. Dass sie mir den einfach so anvertrauen oder die denken, dass Trevor einfach so jemanden umbringt. Naja, okay, der hat es wahrscheinlich auch nur aus Trotz gemacht. Weil die ihm gesagt haben, ja, los, töte den. Hätte ich auch nicht gemacht, wenn mir das einer so gesagt hat, töte den, los. Mir befiehlt keiner was. Habt ihr gehört? Wann wird mein Auto geklaut? Naja, ich werde mal hier die Folge beenden. Wenn ihr euch das Spiel schon mal für PC vorbestellen wollt, dann könnt ihr das super günstig machen. Und zwar bei meinem Partner-Keyshop, nämlich MMOGA. Die bieten das jetzt schon mal an. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Würde ich jetzt schon mal machen, weil, weiß ich nicht, ich würde mir das auch für PC schon mal holen und, oh Mann, für PC, GTA 5 für PC, das wird sicher so geil. Ja, und wenn ihr euch das über meinen Link kauft oder vorbestellt, dann bekomme ich auch ein bisschen Provision, kann ich so ehrlich zugeben oder gebe ich auch ehrlich zu, aber das fließt natürlich auch wieder, fließt auch zu euch zurück, denn so bekommt ihr natürlich mehr Spiele zu sehen und ja, mehr gibt's nicht zu sagen. Was ist das denn da rot? Was? Das gibt's nicht. Mir wurde auch gerade mein Auto geklaut, naja. I don't know what to do. Ich glaube, das machen wir auch nochmal eben. Wir sind ja noch nicht bei einer halben Stunde angekommen. Okay, 27 Minuten. Egal. So, was ist das für ein Homo, der einfach irgendwelche Autos klaut? Ich glaube, hier laufen viele rum, die einfach irgendwelche Autos klauen. In Los Santos. Krasser Scheiß. Alter, bleib mal stehen. Das Auto behalte ich dann, glaube ich, aber auch. Ihr könnt auch jetzt schon mal, wenn ihr den Part cool fandet, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch hier lassen. Der ist das, ne? Ah, jetzt. This was entirely your fault. So, den werden wir uns aber mal schnappen. Wie mache ich das am besten? Töten, hallo? Töten! Ich bin eine Tötungsmaschine. Oh, jetzt geht er auf den Freeway. Oh Gott, ich drehe ja echt ab. Jetzt kommt auch die Polizei. Ich bring doch nur, ich mach doch noch eure Arbeit. Verdammten Säcke. Glaub, ich spinne. Ich hoffe, die erwartet nicht, dass das Auto heile zurückkommt. Den erwische ich aber noch. Moment mal. Wartet nur einen kleinen Moment. Ich bin gleich fertig. Die Polizei ist zwar gerade vor uns, aber das ist mir kackegal. Solange ich das Auto hier wieder bekomme. Komm, auch ein Unfall. Jawohl. Hab ich ihn? Jawohl. AK. Ich glaube, nein, auf den da will ich schießen. So. Oh nein, ich habe jetzt schon 3 Sterne. Oh, Kacke. Das war irgendwo, hier ist noch Geld. Hier ist noch Geld. Super. Scheiße, ich habe gerade nicht drauf geachtet, dass ich die Polizei abballere. Kacke. Schnell weg hier. Okay, ich glaube, dann werde ich hier wirklich jetzt schon mal die Folge. Ich bin der Ameisenkönig. Wir spielen GTA 5. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao. Oh, fuck. Nein. Das Auto ist schon total Schrott. Ich hoffe, das stört die Frau nicht.